Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 18 von X4 Foundations. Ich befinde mich an Bord des Hauptquartiers, des mittlerweile äußerst geschäftigen Hauptquartiers. Hier geht es zu wie an einem Bienenstock oder wie an einem Wespennest in der Nähe von einer Grillparty. Jedes Mal kommen hier Schiffe an, fliegen wieder ab, etc. etc. Ja, was eigentlich gut ist. Aber ich habe leider auch ein wenig schlechte Nachrichten. Naja, wie man es nimmt. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen weiter mit X4 gespielt und musste leider feststellen, dass das Spiel noch lang nicht so ausgereift ist und für mich jetzt spielbar, wie ich dachte. Mittlerweile, das habe ich auch schon in der letzten X3-Folge gesagt, ist ja die Luft raus. Ich weiß, es ist wirklich schade eigentlich, aber mir fehlen einfach zu viele grundlegende Sachen, die das Spiel hier für mich jetzt ja ein wenig interessanter gestalten würden. Darunter einige eigentlich einfache Schiffskommandos, das Verhalten der KI in manchen Situationen, die Kämpfe, die Schiffsgeschütze und ja, noch ein paar andere Sachen, die zwar vielleicht als Kleinigkeiten erscheinen mögen, aber doch einen ziemlich wichtigen Bestandteil in dem Spiel haben, wie das Aussenden von Kampfdrohnen. Oder dass die Wirtschaft zum Beispiel aus irgendeinem Grund an einer einzigen Ressource scheitert und die NPC-Händler und die Völker vor allen Dingen nichts daran tun, dass sich das ausgleicht. Ich weiß, die Wirtschaft hier ist vollständig eigenständig simuliert, anders als in X3. Das muss man Egosoft auch zugute halten. Das ist also ganz schönes Mammutprojekt, aber ja, es hakt noch leider an zu vielen Stellen und das Spiel ist leider bei weitem nicht fertig. Aber das soll ja nicht das Ende sein. Vielleicht werde ich noch eine Folge noch aufnehmen, die letzte Folge von X4, von dieser Reihe an X4. Aber danach werde ich mal eine kleine Pause einlegen. Ich bin ein bisschen zu sehr von X4 enttäuscht. X3 macht mir im Moment immer mehr Spaß. Vielleicht. Und das ist nicht nur die rosafarbene Nostalgiebrille, sondern einfach mal leider meines eigenes Empfinden. Aber ich werde mit X4 nicht insgesamt aufhören, nein. Ich werde dann in Zukunft neu anfangen, also einen ganz neuen Spielstand. Und zwar werde ich dann einige Mods installieren, die so die wesentlichen Dinge ins Spiel wiederbringen. Ich glaube eher vorrangig den Spielspaß. So, genug der langen und komplizierten Einleitung. Ich befinde mich hier an Bord des Expeditionshauptquartiers an der Expeditionskonsole. Soeben ist eine Expedition wieder angekommen. Sie hat mir 6 Millionen Credits beschert. Tschitsching. Ein paar Paint-Mods, die ich leider mit einem gemoddeten Spielstand nicht erhalte, aber da habe ich auch schon eine Lösung gefunden. Ich habe ein bisschen was im Inventar drin, einzigartiges Schiffs-Nanogewebe, immer schön, und Person von Interesse während der Expedition getroffen. Mastad an Bord von... Ah ja. Sehr schön, dass du jemanden getroffen hast. Die CMSS Silver One. Wer sie in seinem Universum gesehen hat, viele Grüße an die anderen X-Universen. Freue mich immer wieder. Werde jetzt mal eben schauen. Da bist du. Genau, an der Expeditionsplattform. Ich schicke sie mal wieder auf, ja, in unbekannte Weiten. 10 Millionen Credits kann ich damit, ne? 10.000k, ne? 10.000 mal 1.000 sind 10 Millionen. Kann ich hier vielleicht ein paar mehr Credits? Nein, ich möchte gerne die Credits. Starte die Expedition. Ab geht's. So. Ich hab was gesehen.
Pinking ist immer noch da mit seiner Expedition 01, aber das ist ja noch. Das ist ja eigentlich noch von. Was weiß ich, von vor einiger Zeit. Geier Angreifer hat was abgekriegt. Ich habe ein paar Schiffe eingenommen in der Zwischenzeit. Also die waren so herrenlos, die habe ich dem Hauptquartier zugewiesen und meiner neuen Nahrungsfabrik, die übrigens auch kräftig Gewinne einfährt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Die fliegen jetzt hier so rum, beschützen die Schiffe so ein bisschen. Eigentlich ganz normale Sachen eben. Wo habe ich jetzt mein Shuttle geparkt? Könnte mir jemand bitte. Erwarte Da. Befehle. Adlerangreifer, du bist auch einer Fabrik zugewiesen worden. Da ist das Pegasus-Shuttle. Okay, ein Sperber Erreiche System. scheint Leuchtendes gerade einen Versprechen. Xenon-Zerstörer zu zerlegen. Ja, genau das ist es. Der OOS-Kampf, also Out of Sector, ist immer wieder, ja, so ein bisschen. In X3 war es ja so. Da gab es das Xenon Q, das One-Hit-Wonder, das eigentlich eine, ja, relativ unspektakuläre Waffenkonfiguration hatte. Und das hat dann meistens auch einfach mal so ein, ja, Boron-Wal, nicht Wal. Ach, wie heißt das? Wie heißt der Zerstörer der Boronen in X3? Hai? Nee, Moment. Doch, Boron-Hai? Nee, das war der Träger. Erreiche System. Profit Center Auf jeden Alpha. Fall Boron-Zerstörer zerlegt. Ein einfaches Xenon-Q. Erwarte Befehle. Das hat sich ja dann in Albion Prelude gefixt und seitdem ist OOS-Combat eigentlich. Erreiche System. Leuchtendes Ist Versprechen. OOS-Combat eigentlich wieder ziemlich gut. Hier allerdings ist es so, OOS sind manche Schiffe einfach absolut überpowered. Meistens sind es die Spielerschiffe. Ja, die Nemesis hat man ja in der letzten Folge gesehen. Aber im Sektor verhält sich die KI so unglaublich dämlich. Naja. Erreiche System. Profit Center Alpha. Oh, ich bin falsch. Ich bin doch noch falsch. Ich muss einmal durch Leuchtendes Versprechen durch und da habe ich wieder einen Besucher in meinem Universum gesehen. Ich sollte weniger reden und mehr fliegen. Wen haben wir denn da? Dreck. Dreck. Ja, es ist wirklich Dreck. Ich habe jetzt gerade nicht den Namen gesehen, aber auf jeden Fall mit einem Transporter unterwegs. Ja, ich befinde mich gerade auf dem Erreiche Weg System. zum Leuchtendes Heiligen Orden des Versprechen. Pontifex, denn dort habe ich jetzt auch den nötigen Rang erreicht, um mir eine Beförderung abzuholen und mir die Erreiche System. entsprechenden Dreieinigkeit. Schiffe zu holen, die entsprechende Technologie. Wen haben wir denn da im Anflug? Das ist der Odysseus und der Behemoth-Verteidiger. Ihr braucht noch Namen. Erreiche System. Sündhafte Werde ich Vergeltung. gleich mal machen. Vorerst gehe ich mal von Hallo. Bord und sage Erwarte dir, Befehle. dass. Ah, du bist auch gleich da. Pegasus Shuttle. Erreiche System. Frommer Nebel. Erwarte Befehle. Entferne alle Aufträge. Genau. Und. Docke einfach mal an. So, währenddessen kann ich ja jetzt. Und hier ist auch ein Datentresor. Interessant. Währenddessen kann ich ja jetzt die Schiffe benennen. Erreiche System. Anspruch des Ah, Pontifex. genau, die Verteidigungsstation hat's gefetzt. Die habe ich in der Zwischenzeit kaputt gekriegt. Die Erreiche war System. nämlich fertig Gesegnete gebaut. Vision. Und dann habe ich einfach mal ein paar Zerstörer draufgehauen. Der Behemoth-Verteidiger. Ich muss mal ganz gucken, wie der aussieht. Ah, das ist der. Genau, im Nadelstreifengewand. Der kriegt jetzt einen neuen Namen. Wo bist du denn? Da. Information. Halt. Behemoth. Na. So. CMSS. Ah, was habe ich nochmal auf meiner Namensliste stehen? Ach, da ist es. Sagittarius. Wie das Sternbild. Hoffentlich habe ich das auch richtig geschrieben. Und du. Halt. Ich schließ mal dahin auf.
Du bist die Pulsar, genau. Dann habe ich hier noch einen Odysseus-Angreifer. Du bist Odysseus CMSS. Ja, genau. Vega. Wie natürlich der Stern. Vega. Nicht Vega Plus. Ist besser als Vega, aber naja. Odysseus CMSS. Vega. So, habe ich noch jemanden vergessen? Mir geht ja die ganze Zeit die Kampfmusik ab. Was ist denn hier bitte los? Ich bin noch fast angedockt, oder? Ach so, hey, hier ist ja richtig Party im Sektor. Wo sind meine Schiffchen? Ja, euch brauche ich gleich mal. Dich, dich und dich. Einmal einen Bewegungsbefehl. Dahin. So. Jetzt hole ich mir erstmal meine Beförderung ab. Die Kampfmusik wird auch so schnell nicht mehr. Naja. Muss man jetzt leider mitleben. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Wir sind bewegt, dass solch ein Feuer in jemandem wie euch brennt. Tja, ich bin ja auch der Heizmeister. Ha, ha, ouch. Der war tödlich. Das wahre Pontifex ist es eine Ehre, euch diesen neuen Titel zu verleihen. Ja, des wahren Pontifex. Verdammt nochmal. Doch wartet nicht, euch gegen uns zu wenden. Oder wir werden nicht zögern, auf die tiefe Zeit reißen und euch eurer gerechten Strafe zuzuführen. Ja, ja. Das habe ich alles schon gehört. Übt um und sammelt die Belohnungen ein, auf dass sie euch auf eurer Fahrt zur Erleuchtung helfen werden. Auch werden gewisse erleuchtete Gruppen unseres Ordens an euren Fähigkeiten Interesse haben. Ihr weist sie besser nicht zurück. Erneut erkenne ich euren heiligen Jüngling. Möge der wahre Pontifex euch danken. Sichererweise. Vielen Dank auch. So, mal eben kurz. Weil so langsam geht mir das doch ein wenig. Ach ja. Besser. Ja, befördert worden. Mit schlechten Wortwitzen, aber immerhin befördert. Jetzt kann ich mir eigentlich auch Großkampfschiffe des Heiligen Orden des Pontifex holen. Hier zu erwähnen sei natürlich der Odysseus Verteidiger. Eine Version des Odysseus mit ein bisschen mehr. Was soll ich sagen? Schutzeinrichtung. Doch zunächst einmal hätte ich gerne, dass die Vega sich mal um den hier kümmert. Die Sagittarius kümmert sich auch um den. Und habe ich dann hier noch einen Kandidaten? Ach, da ist die Pulsar, genau. Angreifen bitte und... Nee. Den Auftrag entfernen, direkt angreifen. Sehr schön. Gut. Wenn hier die Party abgeht, ich werde mich dann in gewisser Zeit auf den Bord eines Zerstörers schwingen. Hier scheint ja ordentlich was anzugehen. Ja, ihr habt hier genug zu tun. Oh, das ist ein I. Halt. Nein, ich sage mal... Abbrechen. Alle Befehle entfernen und warten. Ebenfalls von dir. Alle Befehle entfernen und warten. Xenon I ist so ein bisschen ein Dorn im Auge. Es kann sein, dass ich nämlich einen Zerstörer verliere, wenn ich dort angreife.
Das lasse ich mal lieber. Da habe ich schon bessere Einfälle gehabt. Was mache ich denn mit der Pulsar? Flieg einfach mal hier ran. Und hier haben wir hunderte von Kampf... Naja, nicht hunderte, aber auf jeden Fall jede Menge Kampfdrohnen. Gut. Dann werde ich mich erstmal ein bisschen hier mit dem Einkaufsbummel beschäftigen. Ich hätte nämlich gerne ein weiteres Schiff. Größe L. Es ist ein Odysseus-Verteidiger, Zerstörer. Unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von der Angreiferversion, außer vielleicht in den gesteigerten Höhenpunkten. Reise, nein, Allround-Antrieb. Schild, genau. Allround-Schubdüsen. Zack, zack, das rein. Ich hätte gerne die Hauptbatterie. Und momentan wird es ziemlich laut, weil die Schiffswerft gerade jede Menge Kampfdrohnen losschickt. Und das Schiffchen hier rüste ich jetzt mal ein bisschen anders aus. Ihr bekommt... setze ich da rein. Bolzen. Ja, Bolzengeschütztürme. Ebenso für die unteren Schiffe. Immer der Geschütztürme. Bolzengeschütze. Dann oben. Was nehme ich denn da? Plasma. Nochmal Plasma links, obwohl. Pulsenergie links, Pulsenergie rechts. Slot 5 bekommt Pulsenergie. Schild. Den Rest rüste ich jetzt mal so auf. Da ist es. Pulsenergie. Ziemlich viele Geschützturmplätze, mehr als ein Behemoth. Deshalb gefällt mir der Odysseus auch so gut. Wirklich feines Schiff. Ich glaube, die Verteidiger-Version ist noch ein bisschen durch. Naja. Ein bisschen zäher, ne? Als die Angreifer-Version. Und die neuen hier hinten. Da nehme ich mal zielfolgende Raketen, bitte. Sehr gut. Landecomputer, Flugassistenz. Den Langstreckenscanner. Den hier und die Handelssoftware. Dann eine intelligente Rakete. Und zwar gleich mal 50 Stück. Die schwere Hitze. Nee. Nicht schwere. Die schwere intelligente Rakete. Sind aber leider etwas teuer, aber. Naja, muss man. Reparaturdrohnen, einmal voll. Frachtdrohnen brauchst du nicht. Raketen kann ich auch an der Werft aufrüsten. Und das war's. Täuschkörper werden ebenfalls nicht benötigt. Servicemannschaft und Captain. Alle Mann an Bord. Füge ich zur Einkaufsliste zu. Bestätige die Bestellung. Und warte mal, bis das Ding zusammengeschraubt wird. Erwarte Befehl. Okay, es läuft. Das hört sich nach einer meiner Zerstörer an, die gerade in Position sind. Ab an Bord der Pulsar. Schauen wir mal, was man machen kann, wenn der Chef persönlich das Steuer übernimmt. Kann ich helfen? Auf Wiedersehen. Passt schon. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt unglaublich stark blamieren, aber... halt, Pulsar. Warum kann ich hier kein Rechtsklick-Menü öffnen? Ich würde gerne die Untergeordneten zurückrufen, bevor ich die Jäger verliere. Ich werde jetzt auch in Zukunft oder beim nächsten Let's Play von X4 wahrscheinlich davon absehen, Jäger zu benutzen. Also zumindest auf den Zerstörern. Das hat sich einfach leider nicht gelohnt. Du bist der SI da unten. Ja, dich sehe ich. Eclipse, Angreifer. Du solltest eigentlich andocken.
docke an. Und docke an. Danke sehr. So. Theseus, Verteidiger. Das ist die Jägerstaffel. Schauen wir mal. Was für ein Landemanöver. Okay, Reiseantrieb aufladen und gib ihm. Ja, doch. Kann man doch in den letzten Folgen von X4, zumindest diesem Spielstand hier, mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Naja, oder Defensive. Im Prinzip helfe ich ja dem Heiligen Orden des Pontifex. Genau, ihr wartet einfach da und docke an meiner aktuellen Position. Nee. Staffel, zurückziehen und halten. Wenn ich wüsste, was diese Befehle alle... Wow. Was ist jetzt passiert? Wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Auf jeden Fall ist in zwei Kilometern Entfernung ein Xenon-Zerstörer. Mein Drill ist unter Beschuss. Erwarte Befehl. Okay. Okay. Das ist passiert, ja. Da kommt dieser Dauerbeschuss von diesen verdammten Xenon-Geschützen. Was wirklich nervt. Ja, explodier, du verdammter. Erwarte Befehle. Carbon kaputt damit. Clips-Angreifer, ja, ja, ist mir egal. Okay, haben wir uns alle wieder von dem Schock erholt? Ja, sehr schön. Meine Herren. So, muss ich erstmal wieder die Ekliptik wiederfinden. Also da ist der Highway. Da ist das Tor. Königinwächter. Da sind die Kark. Oh, nur Stress hier. Dock an meiner aktuellen Position. Dock an meiner aktuellen Position. Was wird gerade angegriffen? Da oben irgendwas. Das sind alles. Das ist paranidische Jägerstaffel. Sehe ich gar nicht. Ach so, da unten ist einer. Ist das ein Karkjäger oder Xenon? Xenon, glaube ich. Ja. Nehmen. Königinwächter. Okay. Ah, da legt das Pulsgeschiss aus schon los. Ich könnte ja mal drüber nachdenken, die Waffen hier aufzutunen, aber man muss ein Tuning-Kit für jede einzelne Waffe zusammenschrauben. Das, ja, gut, aber was soll's. Kann ja nicht alles haben. Aber ich hätte gerne alles und davon sogar ganz viel. Wo ist das Xenon I? Ich würde mal sagen, dieses Monstrum da unten ist ein Xenon I. Ich habe jetzt leider auch keine Raketen, Torpedos oder irgendwas, was ich spammen kann. Die Eclipse-Jäger docken, glaube ich, an meiner Position. Zumindest sollten sie das tun. Werde mich allerdings dann auch zurückziehen, sobald die Situation hier brenzlig wird. Ich habe immer noch 12 Millionen. Nicht schlecht. Ja, vielleicht mal ganz kurz, während ich hier ein bisschen kämpfe, zu dem Thema, über das ich am leichtesten reden kann. Was mir an X4 momentan nicht gefällt. Ja, ich weiß. Es ist was Wahres dran, wenn es heißt, Beschweren fällt einem leicht. Man kann keine Baulager zerstören und somit auch nicht die Xenon-Stationen aus den Sektoren
entfernen, bis sie eben fertig aufgebaut wurden. Ja, das ist so. Das ist so eine Sache. Da stimmt irgendwas nicht. Dann, wo wir gerade bei Baulager sind, wäre es doch schön, wenn man Stationen anweisen könnte, die zum Beispiel Komponenten zum Bau herstellen. Nehmen wir mal an, seien es nur Energiezellen. Energiezellen wären ja für den Stationsbau benötigt. Dass die Station vielleicht die Frachtdrohnen nutzen würde, um Energiezellen an ihr Baulager zu transferieren, sofern sie denn benötigt werden. Nur mal so als Vorschlag. Wäre ja ganz nett. So, ich fühle mich gerade hinter dem Xenoni. Ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel ans Hauptquartier denke, das baut ja gerade alles außer Nanotronik, dafür sind die Fabriken noch nicht errichtet, dass zum Beispiel bei Bedarf eben durch Frachtdrohnen aus dem Stationsinventar die Fracht ans Baulager geschickt wird. Ganz einfach so. Oder um die ganze Sache mit den Baulagern zu lösen, dass die Baulager auch zerstörbar sind. Erwarte Befehle. Und dann nach einer Zeit einfach wieder aufgebaut werden und man in der Zwischenzeit die Möglichkeit hat, halt die Station zu zerstören. Oder Module, die im Bau sind und das Baulager wird gerade zerstört. Diese Module werden dann einfach, ja, selbst zerstört oder explodieren. Sowas eben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß natürlich, dass Vorschlag das eine ist, Programmieren das andere. Aber, ja, das wäre halt so meine angedachte Lösung für das Problem dieser Baulager. Ich finde den Stationsbau hier in X4 wirklich wunderbar. Also, mal Hut ab, das ist um Längen besser als in X3. Aber, ja, dann, ne, waren stets bemüht. Da fehlt es noch ein bisschen an der Ausführung. Was soll man machen? So, jetzt zerlege ich erstmal hier das Xenon-Schiff. Was haben wir denn da? Ein Pulsgeschütz. Nicht mehr lange, würde ich sagen. Okay. Unheilige Maschine. Unheilige Maschine. Ist unheilig nicht eine Band? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Oh, da feuert einer mit Torpedos. Ja, aber gut. Ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, den Spruch. Bei Skyrim heißt es mod it till it breaks. Bei X4 heißt es im Moment mod it till it works. Ich werde dann in der nächsten Runde X4 halt dann eben mit Mods arbeiten, die das Spielerlebnis um Längen verbessern und einige Bugs fixen. Die Dinger sind schon kaputt, oder? Ja, wo wir euch dabei sind, können wir auch eigentlich mal. Und Kinomodus an. Das, meine Damen und Herren, ist ein Xenon-I bedeutend größer als mein Behemoth, was ja eigentlich so viel wie Gigant bedeutet. Xenon-I. Behemoth ist ein Zerstörer, Xenon-I wird als Schlachtschiff klassifiziert. Ich warte nur noch auf das DLC. Ja, leider ist es ein DLC, das die Split hinzufügt, die dann hoffentlich auch ein paar schöne Schiffe haben. Aber bis dahin, denke ich, ist es noch ein ganz weiter Weg. Jetzt klebe ich hier wie eine Klette an dem Ding dran. Ja, genau das will ich von meinen Nemesis sehen. Einfach so ran. Ordentlich nahe den Geschützen ausweichen, Salven abfeuern und weg. Und dabei vielleicht noch ein paar Ausweichmanöver fliegen. Und nicht die mathematisch kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten wählen, nämlich eine gerade Linie. Das wäre ganz nett. Ah, oh, Explosion. Okay, Xenon-I ist nur noch ein glühendes Skelett. Ja, ich meine, sagen wir mal so, man kann sich ja viel beschweren über den Status von X4, aber bei X Rebirth war es ja am Anfang genauso. Das war ja
großes Desaster, aber mittlerweile ist es eigentlich, so wie ich gehört habe, relativ spielbar. Nicht mehr allzu schlimm. Ich meine, haben die Jungs und Mädels von Egosoft ja gezeigt, wenn, dass sie sich ja da reinhängen und alles geben, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ja. Das sind immer ja solche Sachen. Aha. Instabiler Kristall. So, habe ich jetzt irgendwas verloren? Ich bin gerade nochmal an Bord des Zerstörers. Das Logbuch, bitte. Sternzeit irgendwas. Ich würde gerne mal das Logbuch öffnen. Da. Nemesis-Angreifer wurde zerstört. Ja, das weiß ich. Okay, passt. Passt. Ich meine, passt nicht, aber... ist hier wieder Ruhe eingekehrt? Oh, okay. Ja, gut. Hier ist wieder Ruhe eingekehrt. Kann ich mich ja wieder zum Pegasus Shuttle begeben. Dann lasse ich mal den Behemoth sein. So, mal lieber an Bord des Pegasus Shuttle. Nee. Ma'am? Pegasus Shuttle. Habe ich noch irgendwelche Missionen? Außer historische Aufzeichnungen. Ja, mach du das mal. Bewege dich doch bitte. Ich wollte in irgendeinen Sektor noch. Ich wollte mal was vorbereiten. Ketzers Untergang. Das ist ja. Das ist ja der Sektor, in dem man in X3 auf die Terraner gestoßen ist. Auch der Grenzsektor zu den Terranern. Momentan ist da aber nicht viel mit Terranern. Schade eigentlich. Die Rassen, die ich jetzt von so allgemein und von den Schiffen gerne mochte, in X3 waren ja die Terraner. Eben von ihren Schiffen, auch wenn ihre Wirtschaft etwas begrenzt war. Und dann die Split, was die Schiffe angeht. Und natürlich die Boronen, denn jeder mag die Boronen, außer die Split. Die mögen die Boronen nicht. Aber das sind eben die Split. Unbekanntes Objekt. Mit unbekanntes Objekt war in X3 meistens ein UFO klassifiziert. Hier habe ich eigentlich so viele Schiffe, die nur das HQ beschützen. Das ist doch mal was. Was macht denn die Skipper hier? Erreiche System. Reiner Blick. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, welche Person von Interesse ich, welcher Person von Interesse ich begegnet bin. Zumindest auf der Expedition. Dieses Schiff befindet sich auf einer Expedition hier. Ach nee. Erreiche System. Weiter Kontakt. Helios-Angreifer. Bist du denn? Wo bist du denn gerade? Erreiche System. Argon Prime. Du bist auch nirgendwo irgendwas zugewiesen, ne? Nee, sollst die Position halten. Pass mal auf, mein lieber Helios-Angreifer. Ich gehe jetzt mal in die Besitztümerliste und werde mal ein paar wieder auf große Profitjagd schicken. Denn so einfach rumsitzen... Erreiche System. Attic war's Entscheidung. Gibbet bei mir nicht. Handeln. Los geht's. Gut. Ihr seid alle unterwegs. Die Silver One ist weg. Was machst du? Plutos Gasangreifer. Ja, ist auch kein guten Captain eigentlich. Soll es auch nur die Position halten. Automatischer Bergbau im Sektor. Was haben wir denn hier? Du hast auch nichts zum Aufstellen. Sensorbündel, Quantumröhren, Mikrochips. Nichts, was jetzt irgendwie
Du bist ein Gasminer, ne? Ja, boah, hol mal Methan. Passt schon. Methan ist zwar ein sehr, sehr klimaschädliches Gas, aber anscheinend kann man hier in X4 daraus Graphen herstellen. Warum auch nicht? Edis Vanguard von Babelborn. Babelborn? Oh, Babelborn. Nicht schlecht. So, der Profit kommt ja fleißig rein. Vielleicht sollte ich ja nochmal eine Großbestellung loswerden. Ich habe ja noch kein teladianisches Großkampfschiff gekauft, aber das hat einfach nur den Grund, dass ich die so abgrundtief hässlich finde und der Odysseus einfach existiert, der viel, viel mehr Waffen hat und viel schneller ist. Ressourcensonde, hier ist nichts. Da ist dieses Band aus radioaktiven Asteroiden, das sich durch Antigone Memorial zieht. Oh, das ist in die Leere. Ich glaube, das ist dieses Band hier in die Leere. Ne, ich wollte nämlich in irgendeinen Sektor. Was ich nämlich in der nächsten Folge vorhabe, ist mal einen Sektor einnehmen. Hier sind ja Neutrale und was hier ist, ist Pack der grünen Schuppe. Das sind Stationen. Piratenstationen. Und wer mein X3 Let's Play verfolgt hat, weiß ja, wie ich mit Piraten umzugehen pflege. Bevorzuge da die Diplomatie der schweren Schiffswaffen. Agrargüterfabrik. Agrargüterfabrik. Pharmazieproduktefabrik. Ja, das sagen sie alle. Klar, Pharmazie. Ist nur medizinisch. Natürlich, natürlich. Das sind alles Raumkrautplantagen. Joa. Die Harpie ist auch noch auf Erkundungsmission. Könnte sich doch mal nach Morgenstern begeben und hier erkunden. Wie werden das? Okay. Ja, was brauche ich, um den Sektor hier zu erobern? Zunächst einmal ein Administrationszentrum. Und eigentlich brauche ich natürlich eine Baugenehmigung, sofern es sich um einen Sektor einer Rasse handelt. Allerdings wäre es ja dumm, ein Administrationszentrum hinzusetzen, denn das käme, glaube ich, einer Kriegserklärung gleich, soweit ich informiert bin. Ja, hier. Xenon-Verteidigungsstation, nicht fertig gebaut, aber das Baulager ist unzerstörbar. Und man befindet sich in einem Limbo von Konstruktion und Zerstörung. Und das Ding geht nicht weg, ein Schandfleck im Sektor. Und der Sektor ist ständig als umkämpft deklariert. Dann habe ich gelesen, irgendwo gibt es eine globale Blacklist für meine Händler. Wähle ein Logo, das auf dem Schiff angebracht wird. Okay. Globale Dauerbefehle. Ja, das kenne ich ja schon. Ein Expeditionsschiff. Ich hätte jetzt gerne... Oh, das ist mein Nettovermögen. Gesamtwert an Schiffen, an Stationen. Aha. Interessant. Ja, ne? Hier. Immobilien. Wer hätte es gedacht? Standard-Schiffsmarkierung. Kann ich die auch auswählen? Ja, aber es ist nur eine der einfachen. Also. Ich habe immer noch nicht meinen Namen geändert. Das macht aber nichts. Modifikationen. Brauche ich auch nicht. Logbuch, Kontoverwaltung. Cool. Das kenne ich ja noch gar nicht. Kann ich die Kontos, Konten der Schiffe, der Stationen verwalten? Okay. Erwarte Befehle. Zurücksetzen. Nicht schlecht. Fraktionen und Beziehungen interessiert mich jetzt relativ wenig. Statistiken. Nicht schlecht. Ich würde aber gerne mal... Ich würde mal gerne mal wissen, welche Station wie viel Profit macht. Da liebe ich einfach meine Graphen und Statistiken aus X3. Ja. Okay. Einmal schauen, wie es hier läuft. Zahl der Handelsangebote für... Oh, Antimateriezellen, sehr hoch. Was geht denn hier ab?
Hüllenteile. Es sind schon ein paar reserviert. Für Schiffswerften und Stationsbau. Antimateriezellen. Die Meta-HQ-Händler. Ich glaube, der verkauft. Graphen. Ist auch bald voll. Mikrochips. Wird fast gar nichts mehr verkauft. Schade eigentlich. Und Nanotronik muss noch produziert werden. Ja. Und dann werden noch die Docks umgebaut. Etc., etc. Was brauche ich denn hier noch? Nanotronik-Produktion ist in einer Minute fertig, aber es fehlen noch ein paar Hüllenteile und Nanotronik selbst. Ach, so ein Mist. Kümmere ich mich zwischen den Folgen drum. Wenn ich einfach mal wieder ein paar Frachter losschicke. So. Jo. Nicht viel los hier. Wo wollte ich jetzt noch hin, bevor ich das gleich beende? Das hier passt alles. Ach ja, ist der Odysseus fertig? Wird sich mal lohnen, hier vorbeizuschauen. Ja, er ist fertig. Odysseus Verteidiger. Würde ich gerne neu lackieren. Mache ich jetzt auch. Der hat hier einige Raketen. Lackierungsmodifikation. Was habe ich denn nochmal bekommen? Aldrin ist ja, finde ich jetzt schon fast meine Standardkonfiguration. Sieht eigentlich ganz gut aus. Genau. Das Muster, das hier wird ja auch falsch repräsentiert. So sieht das dann nicht auf dem wirklichen Schiff aus. Sauerei. Ah ja. Korsarenwette. Was für ein feiner Zwirn. Ehrliche Geschäfte. Tut mir leid, das ist ein Fremdwort für mich. Captain Pearl. Das sieht doch eigentlich nicht schlecht aus. Noch heller als die Aldrin-Tarnung. Ja, nehme ich Captain Pearl. Warum nicht? Yep, hinzufügen. Installiert. Wunderschön. So, dann ist es auch wieder soweit. Diese Folge an X4 ist vorerst zu Ende. Ich werde dann in der nächsten Folge mal versuchen, hier den Sektor zu übernehmen. Eigentlich heißt es nur, hier ein Administrationszentrum hinzubauen. Meine Zerstörer hier hinzuschicken, denn ich glaube, die Piraten werden nicht gerade gut auf mich zu sprechen sein. Also denn, ich bin der Einsmeister und man sieht sich dann in der wahrscheinlich letzten Folge in diesem X-Universum wieder. Macht's gut und bis dann.